Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Jokecraft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eurer Einsendung. Wenn man von oben guckt, sieht das schon echt krass aus, denn hier haben wir es zu tun mit einer, ja, Chunk Base. Das ist eine 1x1 Chunk Base, eingesendet von MC Spider in Folge 188. Schreibt, dies ist meine Version einer 1-Chunk Base, 16x16 Blöcke. Die Base ist voll gepfropft und gepackt mit diversen Redstone-Schaltungen, vielen Farben. Einige Features sind zum Beispiel vollautomatische Melonenzuckerrohr, Bambus-Farm sowie Cobblestone- und Holzfarm, Alarmsystem, Ofensystem und vieles mehr, was wir heute uns genauer unter die Lupe nehmen wollen. Vorausgesetzt, mein Game Mod kehrt zurück. So, das sieht schon mal sehr spektakulär aus. Und wenn wir nun F3 und G drücken, dann werden uns die Chunks angezeigt. Für diejenigen von euch, die nicht wissen, was das ist, Minecraft ist in sogenannte Einheiten unterteilt, und zwar Chunks. Ein Chunk besteht aus 16 mal 16 Blöcken. Das hier ist ein Chunk, das ist der nächste Chunk und so weiter und so fort. Eure Sichtweite begrenzt, wie viele Chunks gleichzeitig geladen sind. Das heißt, 13 Chunks. Seht ihr? Das bedeutet, 13 von diesen Einheiten in die Richtung, in die Richtung, in die Richtung und in die Richtung werden geladen vom Spiel. So, und es hat einfach was damit zu tun, wie Minecraft die Welten speichert. Die Chunks verwalten nämlich die Blöcke, die in den Chunks drin sind. Wir sehen, dieses Haus ist punto finito genau einen Chunk groß. Machen wir gleich einen Screenshot hiervon. So, zum Beweis. Dann gehen wir mal hier gleich zum Eingang und bedienen uns dieses Buches an The Jokecraft Map Key und den Erbauer. Grüezi. So, los geht's. Also, wir gucken erstmal hier an The Jokecraft. Hi The Jokecraft, ich würde mich freuen, wenn du als eines deiner nächsten kleinen Projekte ein solches Haus bauen könntest, da dies in Sachen Compact Redstone-Steuerung sehr interessant sein könnte. Ja, ist tatsächlich nicht schlecht als Idee. Vielleicht jetzt nach dem Auktionshaus könnte man das mal in Erwägung ziehen. Wir haben noch ein zweites Buch. Hallo The Jokecraft, andere. Dies ist meine Version eines einschlagen großen Redstone-Hauses. Es sieht nicht groß aus, dennoch ist es vollgepackt mit Redstone-Schaltung und läuft vollkommen autark. Die Features habe ich schon vorgelesen. Warum wurden keine Command-Blöcke verwendet? Es wird nicht gemappt. Okay, wunderbar. Und wir haben den Schlüssel und damit geht es los, indem wir als allererstes diesen Key hier vorweisen und sich die Tür öffnet. Den Schlüssel bekommen wir zurück. Ist das System gut gemacht? Ja, es ist gut gemacht. Wir sehen, wunderbar, sehr schön, sehr gut. Das ist schon mal ein wunderbares System, das mir so ein Aufbau funktioniert. Grundsätzlich klein, einfach, simpel funktioniert. Tut's. Hier Redstone-Fackel platzieren. Bedeutet, hier können wir irgendwelche Geheimnisse aktivieren. Wunderbar. Die Knöpfe machen wohl hoffentlich nichts. Wir haben einen kleinen Garten. Wir haben sogar tatsächlich einen Zaun um das Haus drumherum gebaut. Also sehr, sehr schön der Baustil. Ehrlich, alles auch gut ausgeleuchtet. Das heißt, hier kann nichts Böses spawnen. Und wir können erstmal ins Haus reingehen. Haben hier die erste Etage. Es scheint einen Aufzug zu geben, was mich natürlich sehr interessiert. Aber erstmal möchte ich gerne wissen, was das Anlegen der Redstone-Fackel hier bewirkt. Und zwar öffnet sich hier... Oh, ein Fahrstuhl. Wow, wir haben sogar einen Fahrstuhl, der uns nach unten bringt. Ein Secret-Fahrstuhl. Der uns nach unten bringt. Ist das geil? Das ist gut gemacht. Das freut mich. Das freut mich. Das ist gut. Ich bin gerade wie so ein kleines Kind. Ich freue mich richtig darüber. Wir haben nämlich hier ein kleines Lagersystem. Leute, das ist ein Chunk, so groß das Ding. Und überlegt mal, was alles drin ist. Wir haben hier ein Lagersystem. Ein volles Lagersystem. Cool. Mega nice. Und die ganzen Farmen. Wir sehen hier einen Teil der Farm. Aber die Sachen werden dann wahrscheinlich automatisch eingelagert. Und das ist die Overflow-Kiste. Oder das ist Bambus in diesem Fall. Stopp, da ist was. Da möchte ich mehr. Gucken wir uns gleich an. Dann geht es hier noch weiter nach unten. Nächste Etage. Ah, das ist... Feine Redstone-Technik ist das. Der wird nämlich jetzt gleich wieder zurück zu einem Magma-Block werden, ne? Bitte, enttäusche mich nicht. Komm, du wirst zurück zum Magma-Block. Werde zurück zum Magma-Block. Bitte. Bitte werde. Oder ist das hier oben getriggert? Es ist hier oben getriggert. Ihr seht, wenn ich auf die Druckplatte gehe, wird das zum Magma-Block und saugt mich nach unten. Sehr schön. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Ein Design, das ich wahrscheinlich auch in Craft Attack verwenden werde, weil es einfach ein super Fahrstuhl-Design so ist. So, wir haben hier eine automatische Beräteanlage und wir haben eine Zuckerrohrfarm, wir haben eine Melonen- und Kürbisfarm. Und, sorry, ich hatte keinen Platz mehr für einen Aufzug. Oh. Armer schwarzer Kater. Wir haben noch mehr hier. Okay, wir haben hier Items einlagern on off. Hier werden automatisch Items eingelagert. Wir haben hier einen Schlafplatz. Wir haben Fahrstuhltechnik, die wir uns angucken können, wenn wir es benötigen. Okay. Und es geht noch tiefer. Wir sind gerade in einem richtigen Wohnbereich des Hauses angelangt. Wie krass. Okay, es geht noch tiefer. Wir haben hier ein kleines Ende. Okay, warte mal. Ich gehe erstmal nochmal zurück nach oben. Bevor ich jetzt noch tiefer nach unten gehe, ich möchte gerne eine Sache erkunden. Alles gackert hier und
Ist laut. So, ich möchte eine Sache erkunden. So, und zwar werde ich den Fahrstuhl rufen. Alarm Reset, okay. Es gibt einen Alarm. Jetzt bin ich mal gleich auch gespannt, wie der Alarm funktioniert. Wow, das Haus ist, das ist faszinierend. Das ist komplex aufgebaut. Das ist nicht einfach nur so dahin geklatscht. Okay, Aufzug. Was? Ach. Nein. Nein. Lol, ich dachte, der Aufzug geht nach unten. Der hat einen Aufzug nur nach oben, hier auf den kleinen Raum gebaut. Guckt euch das mal an. Wow. Wow. Okay, das ist krass. Der hat hier noch einen Aufzug nach oben eingebaut. Okay, ich wollte gerade sagen. Wow. Wow. Das Witzige ist, dieses Haus ist nur fake. So, wenn ich jetzt hier einen Block kaputt mache. Man hört's, der Alarm läuft. Ihr hört den Alarm, oder? Wir haben Alarm. Und wir können resetten. Ja gut, dazu, um den Alarm zu resetten, muss ich als allererstes... Ja gut, um den Alarm zu resetten, muss als allererstes das hier gemacht werden. Muss ja erstmal wieder repariert werden. Und jetzt kann ich den Alarm resetten. Wow. Wow. Was für eine beeindruckende Einsendung bis jetzt. Und wir haben es noch nicht mal bis zum Boden erkundet. Es geht noch weiter. Ist nicht schlimm, muss ich nicht entschuldigen, dass du keinen Platz für den Fahrstuhl hast. Es geht noch weiter. Wir sind noch lange nicht unten. Nur diese Etage wollen wir uns mal kurz angucken. Tür auf zu. Wow. Wow, hier ist noch eine riesen Tür mit drin. Mit dem End, mit dem richtigen Endraum. Das ist gar nicht mal so dumm durchdacht. Ihr dürft das deshalb nicht vergessen. Denn wir haben hier ein Enderportal und hier könnten Zombie-Pigmen spawnen. Damit deshalb die nicht nerven, haben wir hier eine große Tür. Das Portal wird sogar abgeschaltet. Das Portal wird sogar abgeschaltet. Ja moin. Ja moin, läuft. Hier kann man den Verzauberungslevel wählen. Ja, super. Das ist mehr als nur ein wenig beeindruckend, die Technik. Wir haben hier eine Werkbank. Verschiedensten Sachen. Wir haben hier ganz viele Gackere. Hier sind wahrscheinlich noch Hühnerfarmen. Man sieht hier noch weitere Farben. Wow. Wow. Was man alles in so ein kleines Haus reinpacken kann. Ne? Das ist nun mal Stein- und Baumfarm. On, off. Toggle, TNT. Super. Achso, okay. Ja, okay, ist klar, das kennt man, das Design. Machen wir das jetzt an. Und man muss jetzt nur noch einen Sapling pflanzen. Man nimmt einen Sapling, hält ihn hier hin und los geht's. Man hält jetzt quasi Rechtsklick gedrückt. Man muss hier nur einen Rechtsklick gedrückt halten, mehr nicht. Und ihr seht jetzt, es funktioniert folgend: Wenn ein Baum wächst, dann wird der Baum hier reingejagt. Und der Baum wird kaputt gemacht und die Items kommen hier raus. Wir haben hier einen TNT-Duper. Wie funktioniert der TNT-Duper? Ah, okay, auf die Ilmango-Arten. Also, ich nutze das Design ungern, weil ich nicht möchte, dass dieses Design, also dass das irgendwann nicht mehr funktioniert. Aber es funktioniert so. Richtig geil gemacht. Und das war's, glaube ich. Wir sind jetzt hier tatsächlich im untersten Stockwerk angekommen. Oder geht es noch tiefer? Nein, es geht nicht noch tiefer. Es könnte noch tiefer gehen, weil wir sehen ja diesen Item-Fahrstuhl noch tiefer gebaut. Also, man könnte noch mehr anbauen, wenn man wollte. Aber ja, moin, was... für ein krankes Haus. Das ist unbeschreibbar. Unbeschreibbar. Was haben wir noch Schönes? Ich glaube, wir haben jetzt alles gesehen, alles erkundet. Wir sehen hier in Rot nochmal die Markierung. Es ist absolut alles korrekt. Es wurde alles korrekt eingehalten. Hier wurde sich an alles gehalten. Wir haben alle Farben drin. Ich glaube, wir haben auch alle Farben gesehen, beziehungsweise irgendwo hat man sie ja dann auch beim Durchlaufen gesehen. Und wir haben eine Menge Stauraum. Wo sind wir jetzt gerade? Da sind wir gerade. Okay, hier werden die Items eingelagert. Was ist hier los? Ah, verstehe. Das ist dann, wenn man das ausschaltet, werden die Items zerstört. Einfach werden die vernichtet, die Items.
Was genau diese Kisten zu tun haben, weiß ich gerade nicht. Woher kommen diese Kisten? Achso, das ist Overflow. Okay, diese Kisten sind sozusagen Overflow. Und ich kann quasi sagen, dass der Overflow einfach vernichtet wird. Dann wird er hier in die Lava gekickt. Das heißt, es gibt auch noch einen Mülleimer mit drin. Okay, auch nicht schlecht. Also es wurde wirklich an alles gedacht. Es ist einfach nur krank. Das ist, also nicht krank, aber, also nicht böse gemeint krank, sondern es ist einfach nur Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Auch den Aufzug hier. Geiles Design. Ach, super Einsendung. Hat mich wieder sehr gefreut. Tolle Einsendung. Hat mich wirklich riesig gefreut, sowas Schönes zu sehen. Das macht doch echt, das macht mir den Tag. Vielen, vielen Dank dafür. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute.